Vielen Dank für deine Hilfe. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Da steht uns viel Arbeit bevor. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Gut, da wir hier fertig sind... Oh, wir sind sogar am Anfang. Würde ich sagen, gehen wir zurück zum Wolkenhort. Und ja, vielen Dank erstmal fürs Reinschalten, dass wir hier wieder uns hier versammeln können bei einem neuen Zelda-Part. Ich bin noch gerade im Zelda-Fieber. Ich nehme schon seit 2 Tagen hintereinander auf und habe schon 7 Stunden eine Aufnahme. Deswegen, also ich habe heute Morgen angefangen beim Wassertempel und bin jetzt schon hier am Ende. Toll, ne? Sehr toll. Gut, ich werde erstmal sagen, wir gehen nicht direkt zum Tempel. Wir labern erstmal wieder weiter rum im Wolkenhort. Nicht labern, sondern stolzieren. Erstmal gucken, ob wir hier etwas finden. Oh, da. Aber erstmal gehen wir rein in den Wolkenhort rein. Und diesmal kümmern wir uns auch um das Kind, was verloren war. Diesen Part verbringen wir jetzt ganz in Wolkenhort. Denn, ja. Ich kann es einfach. Und ich weiß ja auch, wo das Kind ist. Ne? Hey, hier kann man Musik spielen. Wenn nicht, dann fange ich ihn einfach ein. Komm her! Juhu! Ein Himmelsfalter gefangen. Ich habe ja schon viele davon. Und die sehen ja auch krass aus, ne? Gut. Papa, braba, papa, da, ba, da, ba. Und ich kann ja auch schon schwimmen, ne? Ich muss, glaube ich, sogar hier schwimmen. Irgendwo muss ich hier reinschwimmen, ja, da. Komm. Da geht's sogar hoch. Aber ist ja eine Truhe drauf. Ach, hier ist sogar eine Truhe. Krass. Komm, was gibt's hier? Ich hoffe kein Geld. Ich hoffe nicht viel Geld. Ja doch, ist viel Geld, aber reicht noch für unser Portemonnaie. Kann ich bitte raus? Ich will nicht tauchen. Och Mann, no. In jeden Fall finde ich es zu Hause immer am besten. Also hier im Wolkenort ist es immer am besten und am nettesten. Und hier werden wir auch später noch viel Zeit verbringen, nachdem wir nochmal in der Lava-Welt, also im Feuer Eden oder Elden oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, wir noch etwas Zeit verbringen, ja. Was gibt's denn hier? Kürbisse! Oh. Hier kann man auch sehr gute Minispiele machen. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall gehen wir erstmal einkaufen. Ich brauche ja ein neues Schild. Wo ist der Markt? Hallo, Markt. Bin ich hier? Also echt, ey, wo bin ich? Bin ich am Markt? Ja, ich bin am Markt. Cool. Also zu Hause kann man sich auch nochmal verlaufen, ne? Oh, ein Fünfer! Gut. Hier kann man rein. Hier gibt es ja nirgendwo einen Platz zum Reingehen, ja? Gut, nicht drehen. Erstmal verbessern könnte ich noch nichts. Das Schild will ich wieder kaufen, aber Moment mal. Erstmal. Im Lager habe ich, glaube ich. Habe ich erstmal was im Lager? Ich guck mal. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern gelagert. Möchtest du Item lagern? Nein. Danke. Gut, erstmal hier. Ja. Ich brauche das ja. Ich repariere sie von selbst. Ja, leck mich doch. Robine, ja, her damit. Ich bin ja reich. Ich bin ja reich, ja. Gut, dann gehen wir direkt mal zum Verbessern rüber. Ja, danke, danke. Ja, leck mich doch am Arsch. Tränke brauche ich nicht.
sage ich jetzt noch. Ich glaube, ich werde es bereuen. Einen Kescher brauche ich auch nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Kescher kaufen soll, aber nein. Gucken, ob ich was reparieren könnte, verbessern könnte. Hey, wie geht's meinem Trapo? Oh, können wir etwa, Items verbessern. Ja. Mhm. Ich brauche Wüstengras. Kann ich. Okay. Hochwertig. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann ich mehr. Kein Problem, kein Problem. Und ein Schild wird ja noch kommen, das Julia-Schild. Steht ja noch bereit, aber wo wir das hinbekommen, weiß man noch nicht. Also ich weiß es. Aber natürlich in der Geschichte weiß man das noch nicht. Ba-ba-da-ba-ba. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Wüstengras, kann man das nochmal? Ich brauche eine Vogelfeder. Okay, mal, hier draußen finde ich ja nichts. Ne? Ich glaube, ich muss sowieso nochmal nach unten. Gebieter, ich habe jetzt was zu berichten. Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht dir nun die Aurasuche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. Wähle einfach einen Schätz als für die Aurasuche aus, wenn du diese Funktion nutzen möchtest. Ja. Gut, wir sehen uns dann im Wald von Firone, denn da muss ich noch was erledigen. Also wir sehen uns im Wald von Firone. Wir sind hier noch zwei Schätze aufgefallen. Ja. Mal Moment. Die zwei Schätze muss ich nochmal suchen. Da. Mit Fliegen bringt auch nichts, also Fliegen habe ich schon ausprobiert. Und eine süße Katze, hurra. Scheiße. Komischerweise gibt es hier oben keine Vögel. Warum komisch? Natürlich gibt es ja diese Riesenvögel, klar. Nix. Gut. Hier ist ein komisches Rätsel, das weiß ich. Nix. War ich da nicht gerade? Beim Tauchen? War das hier? War das wirklich hier? Ja. Gut, hier ist nix. Passt. Wir sehen uns dann bei der ersten Truhe. Aha. Habt ihr gesehen? Da ist ein Steinchen. Hurra! Soll ich da rüberfliegen oder was? Oder was? Da geht's noch. Ach, da geht's noch lang. Okay, jetzt habe ich gecheckt. Gut. Habt ihr gesehen, wie ich es gemacht habe? Ja, ich auch. Das war nämlich cool. Ich bin sogar stolz auf mich. Aha, hier gibt es einen Boinger Boinger. Haben die Teile mir eigentlich was zu sagen? Ich weiß ja gar nicht. Och man, ich dachte, das wären... Sowas brauche ich nicht. Hab schon 8. Du scheinst neugierig Kerl zu sein. Schöne Leistung bisher. Wenn du von hier abspringen solltest, du auf die Spitze des Turms landen können. Klingt doch Spaß, oder? Warte, was? Spaßig. Erstmal aufmachen. Herzteil. Sowas brauche ich. Nee, da nicht hin. Da muss ich hin. Kann ich von da abspringen? Geht doch. Perfekt. Dafür brauchte ich erstmal den Greifhaken, deswegen konnte ich ja nicht hin. Ein 300er. Perfekt, perfekt. Und das gleiche gibt es nochmal draußen irgendwo nochmal. Also deswegen, wir sehen uns dann nochmal bei einer anderen Truhe.
Bis gleich. Hier bin ich also richtig. Wo gibt's denn hier was? Hä? Hm? Hm? Achso, auf die, vielleicht auf diesen kleinen Penisspitzele. Ich bin eine Schwuggele. Gut, was gibt's denn? Aha, nein. Eine Atmosphäre von einem Stein. Das sieht aus wie eine Walnuss, ne? Ein Spitzeler. Gut, hier war ich eigentlich schon, aber hier gibt es ja noch was. Gut. Jetzt runter. Du hast die Medizinmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, kannst du Effekte deiner deine Tränke verlängern. Nimm sie mit, wenn du Tränke im Gepäck hast. Medizinmedaille. Medizinmedaille. Brauche ich eigentlich nicht. Warte. Moment, hier muss ich mal gucken. Was habe ich denn alles dabei? Hm. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns jetzt im Wald. Dann bis gleich. Im Wald. So, ich bin hier gelandet. Und direkt mal perfekt gelandet. Denn da ist ein Herzteil. Ich denke, ich hier gelandet, weil ich eine Bienenwabe haben will. Eine Bienenwabe, die holen wir uns auch gleich. Das Artefakt holen wir jetzt auch schnell. Perfekt. Läuft. Gut, dann sehen wir uns doch mal in diesem, wie heißt das Ding? Da, wo die alte Oma ist. Da, wo die alte Oma ist, da sehen wir uns gleich. Bis gleich. Hier sind Vögel, das ist perfekt. Nein! Was ist das? Keine Kackkäfer. Was soll das? Wo sind die Käfer? Da sind wieder Vögel. Ja! Juhu! Die sind sehr selten bei uns. Und ich habe gar keine Steppenläufer. Was soll das? Okay, jetzt brauche ich nur noch ein Bienennest. Nest, und das finden wir gefolgt hier. Ich bin mir nicht sicher. Och, verdammt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das sollte schon so sein. Ich hoffe es. Nee. Bin hier falsch. Warte mal. Wir sehen uns bei der nächsten Bienenwabe. Ich gehe, glaube ich, mal zum Floriasee, denn da habe ich auch noch was, oder? Beim Floriasee. Bin ich richtig? Ja, ich gehe richtig. Der habe ich da noch ein Artefakt, stimmt's? Ich bin mir nicht sicher. Boah, da ist wieder ein Fetter. Weg. Oh. Hier kommen doch, glaube ich, wieder Gegner, ne? Ach, doch nicht. Wurde ich verschont.